Guten Morgen zusammen. 8.30 Uhr minus 1 Grad. Ich bin in Mittenwald und möchte heute zu der nächsten kleinen Runde aufdrehen. Was es da genau zu sehen gibt, werdet ihr erfahren, wenn ihr dranbleibt. Ist doch schon eine herrliche Aussicht am Morgen. Der Tag soll wettertechnisch durchwachsen werden, deswegen schaue ich mal, dass ich jetzt loskomme. Aber die gegenüberliegende Seite muss ich euch natürlich auch einmal zeigen mit dem Karwendelgebirge hier. Das ist schon beeindruckend. Ja, geparkt habe ich da am Bahnhof übrigens, um jetzt hier mir das heute zu gönnen. Das ist ein herrlich ausgebauter Wanderweg. Man kann hier echt gemütlich spazieren gehen. Was ich gerade interessant fand, ist hier diese Stahlkonstruktion als Netz für die Geröllmassen, die hier bei Unwettern oder Schmelzwasserstürzen alles zurückhalten können oder sollen. Auch wenn man jetzt den Flusslauf mal hochschaut, sind überall diese Stufen schön zu sehen. Aber rein optisch auch ein Schmankerl. Hier sieht man, wie massiv das Ganze gebaut ist. Dass das Wasser hier von den Bergen dann auch dementsprechend geführt werden kann. Schon beeindruckend, diese Brecher hier. Und hier auf der anderen Seite sieht man schon ein wenig Wasserfall. Klein, aber fein. Noch kein Vergleich zu dem, was in dem letzten Video alles zu sehen war, wahrscheinlich. Aber Wasserfall ist Wasserfall. Ja, ich gehe hier weiter, hier diese Kehren hoch, so serpentinartig. Und jedes Mal, wenn ich an einen so einen Punkt hier angekommen bin, schaue ich dann hier auf den Karwendel. Und wenn ich dann in die andere Richtung gehe, direkt wieder Richtung Wasserfall. Das ist herrlich. So sieht man es jetzt auch noch mal im Ganzen, wo es weiter oben schon den ersten Wasserlauf hat. Und hier am Wegesrand steht jetzt auch eine Beschreibung zu der Madonna, die dort oben im Fels ist, auf dem Bild hier besser zu erkennen, dass die Madonna im Leintal Schrofen. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert und stand in der Klaunerkapelle am Kalarienberg. Seit 1934 steht sie im Leintal Schroffen. 2008 renoviert. Da oben im Fels. Und wie ihr sehen könnt, die Sonne kommt raus. Da bin ich ja immer besonders happy. Zumal für heute Regen und Eisregen angesagt wurde. Deswegen versuche ich jetzt die Morgenstunden noch zu nutzen. Falls das nämlich eintritt mit dem Wetter. Bei Regen habe ich nicht so das Problem, aber Eisregen versuche ich natürlich zu vermeiden. Und so schön sieht dieser erste obere Teil aus, wenn man dann doch näher rankommt. Hier ist gerade eine Dame, die das Ganze hier in Ordnung hält und pflegt. Deswegen habe ich gerade mal gefragt, ob ich kurz schauen darf. Ja, bitte, freilich. Sie müsste nur eben Wasser holen. Ist das nicht schön hier im Fels? Ja, nach der nächsten Steigung sieht es dann wieder so aus. Also die Region hier kann schon was. Muss man ja mal so sagen. Und hier läuft es sogar relativ ruhig, diesen Fels runter. Ist mal ganz entspannt irgendwie. Die Dame vorhin, die da diese Marienstatue neu bestückt hat, nenne ich es mal, sagte mir, ich soll hier Richtung der verschiedenen Seen einfach mich orientieren. Und von da aus würde es dann nachher irgendwann nach Mittenwald gehen.
Und ich schaue mal, was so für Hinweisschilder kommen, was gerade interessant klingt. Aber die Empfehlung klang auf jeden Fall interessant. Daher nutze ich erstmal diesen netten Hinweis, weil meistens ist es ja auch ganz gut, wenn die Einheimischen einem irgendwas sagen hier. Hier staut sich das Wasser so ein bisschen, bevor es dann da runterfällt. Und auch hier glasklar, trotz des Laubes, was da am Boden liegt. Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich da noch baden gehen. Norwegen und so habe ich das ja auch gemacht. Selbst bei echt schattigem Fjordwasser. Aber da war die Außentemperatur wenigstens noch okay. Und da wir ja hier immer noch um die 0 Grad haben, ist das mit dem Baden nicht so der Hit draußen. Da bin ich dann doch ein bisschen Weichei. Wenn wir natürlich zu zweit unterwegs wären, wäre das was anderes. Dann könnte einer das warme Wasser übereingießen und schnell das Handtuch reichen. In irgendeiner geschützten Ecke. Da würde ich da schon eher mitmachen. Ist ja immer so. Manche Sachen machen zu zweit halt mehr Spaß. Vielleicht habe ich es vorhin schon mal gesagt, aber dieser Weg hier, das ist echt so entspannt zu laufen. Klar geht es stetig bergauf, bergab so ein bisschen. Aber man bleibt kontinuierlich so in so einem Wohlfühlschritt. Sehr angenehm. Und immer wieder so Kleinigkeiten zu sehen am Rand. Das ist jetzt nicht hier der Hauptfluss, aber ja auch schön, wie das da so runterplätschert. Auch mal schön. Da ist einfach nur noch ein Loch in der Wand, wo das Wasser durch kann. Wenn es nicht gerade oben drüber stürzen würde. Und die ist komplett vermoost. Das ist ja famos. Naja, schlechter Witz, ich weiß. Dort ist eine freie Fläche zu sehen mit einer kleinen Kapelle. Und strahlend in der Sonne. Das schaue ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal an. Und dann geht es auch weiter Richtung Lautersee. Das ist mein nächstes Ziel. Zu meiner Linken geht es in den Walderlebnispfad. Sieht auch sehr einladend aus. Aber ist gerade nicht so meine Richtung. Oh, die ersten Schritte in der Sonne, ein Traum. Auf der Haut sofort gefühlte 15, 16 Grad. Und hier drumherum muss ich, glaube ich, nicht ganz viel zu sagen, oder? Wahnsinn. Hier bleibe ich. Also wenn die Wege echt weiter so bleiben, ne, dann ist es auch kein Problem, hier 5 Stunden unterwegs zu sein. Das ist ja so genial. Ja, ihr seht, ich bin immer noch in diesem kleinen Tal mit der Kapelle. Aber Weltklasse. Ich übertreibe immer mit den Superlativen, ich weiß. Aber sind reine Emotionen. Oh, im Wald ist gerade ein Baum gestürzt. Das hat man richtig gehört. Tja, ich stehe ja hier gerade noch in der Sonne. Und ab da, wo der Schatten ist, sieht man auch schön, dass noch alles so leicht im Frost ist hier. Und das glitzert und glänzt so schön. Und dort ist der erste See zu sehen. Dann natürlich da drüben mit so einer Hotelanlage. Hat schon was. Natürlich darf man sich auch gerne umdrehen, weil die Rückseite mit dem Karwendelgebirge hier ist ja nicht unansehnlich, ne? Einfach öfter mal in beide Richtungen gucken. Ach, da unten, das war übrigens gerade der Lautersee, falls ich das nicht erwähnt habe. Jetzt geht's weiter Richtung Forchensee, hieß es, glaube ich. Eine gute Stunde soll man dafür einplanen. Schauen wir mal. Können dann ja nur 5 Kilometer sein.
Das finde ich ja gut. Das ist hier ein Strandbad, dieser lauter See. Und Erwachsener 3,60 Euro soll es wahrscheinlich heißen und Kinder 1,50 Euro. Mit Liegewiesen, Umkleidekabinen, Sonnenschirm, Kinderspielplatz und. Gar nicht mal schlecht. Weil von Mittenwald hier hoch, ich sag mal, das kann man mal eben gehen. Ja, im Sommer garantiert cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Richtung Ferchensee geht es jetzt wieder in den Wald. Da werde ich dann wahrscheinlich gleich wieder Jacke zumachen, Mütze aufsetzen, wenn der Schatten da ist. Aber das Stück in der Sonne war herrlich. Hier stand gerade so ein verlockendes Wanderschild, obere Wettersteinspitze. Aber 4 Stunden 15 oder 4 Stunden 45. Naja, auf die 30 Minuten kommt es dann auch nicht mehr an. Aber wenn ich das hochrechne, schaffe ich das nicht bis 16:30, wo die Sonne circa untergeht, wieder irgendwie zurückzukommen. Mal schauen, ob das die nächsten Tage vielleicht noch eine Option wird. Ich glaube, den Ferchensee schon erahnen zu können hier durch die Wälder. Oder sind das nur... Nein, da ist er, ja. Schön mit den gefrorenen Wiesen davor. Oh, die Spiegelung in diesem ganz glatten Wasser. Traumhaft. Ja, so sieht es jetzt hier aus in dem Tal. Und dann kommt man hier rum und genießt die perfekte Aussicht. Kann das schön sein auf der Welt? Hm? Was meint ihr, Leute? Wenn es nicht so kalt wäre, würde ich jetzt eine Stunde einfach sitzen bleiben. Ja, ich bin jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde hier an dem See und habe Fotos aus allen möglichen Winkeln und Richtungen gemacht, weil das so ein Idyll ist. Es ist echt unglaublich. Besonders angetan hat es mir die Hütte auf der gegenüberliegenden Seite mit diesem Bildausschnitt. Echt total faszinierend. Natürlich das Drumherum auch. Ja, gar keine Frage. Aber die Hütte da fasziniert mich irgendwie. Tja, ich würde sagen, ich gehe mal langsam weiter. Es wird nämlich schon wieder nebelig hier. Was das ausmacht da unten bei dem See, das war der erste See, wo ich vorbeigekommen bin heute, war ja richtig Frost. Und hier 50, 60 Meter höher, vielleicht auch 100 Meter, ich weiß es nicht genau, ist es angenehm. Also solche Temperaturunterschiede von der Talsohle hier ein Stück höher am Hang, finde ich bemerkenswert. Hier könnte man echt einfach sitzen bleiben, was ich vorhin gemacht habe. Mal so, ja, 10, 15 Minuten, glaube ich. Den Rucksack mal abgesetzt. Ein bisschen was getrunken und ja, einfach in den Wald reingelauscht. Weil in der Regel hört man hier nämlich nichts außer diese Naturgeräusche. Falls ihr das gehört habt, das war mein Magen, der knurrt. Sonst nichts. Es gab vorhin zwei Wege, die zum selben Ziel führen. Einer war 40 Minuten und der andere eine Stunde. Und ich habe den eine Stunde gewählt, weil ich dachte, der ist interessanter. Aber so wie es aussieht, benutzen den Weg wohl wenig Leute. Weil der ist ganz schön zugewachsen und ja, aber schön. Jetzt hier beim Durchlaufstapfen. Und dem Holz, was hier überliegt, entsteht ein ganz besonderer Duft. Echt klasse. Dadurch, dass das alles so trocken ist, macht das richtig Spaß. Ihr hört's, glaube ich.
Ja, wenn ich von dieser Tür zurück bin, mache ich mir natürlich jetzt schon wieder Gedanken darüber, was ich esse. Ich hatte mir gestern schön diese Maisnudeln gemacht, dann Thunfisch mit Öl, damit rein und dann Salz, Pfeffer und ein bisschen Basilikum. Das war richtig lecker, muss ich sagen. Ich überlege, ob ich vielleicht nochmal dasselbe machen soll. Geht einfach, geht schnell, schmeckt echt super und macht auch noch satt. Wobei, so ein 500 Gramm Päckchen Nudeln und dann den Fisch noch dabei, wird wahrscheinlich auch jeder von satt. So, es war Premiere, das erste Mal auf diesen Touren. Ups, ja, nicht nochmal. Habe ich auf meinem Hintern gesessen. Hier geht es echt gut runter, man sieht mit dem Laub nicht richtig, wo man hintritt. Dann bin ich einmal kurz auf diesem Steingeröll hier weggerutscht und so halb auf Händen und Hintern gelandet. Aber kein Problem, nichts passiert. Und besser jetzt hier als da hinten, wo es Wasser ist und die Matsche. Ich hoffe, ich bin echt noch auf dem richtigen Weg. Ach, da kommt eine Hinweistafel, oder? Ja, zumindest so eine Schautafel, dann kann es nicht ganz falsch sein. Was ich für eine Schautafel hielt, ist hier so ein, wie nennen die sich? So ein Salzstein. Für die Tierchen hier. Ach, und da hinten ist so eine Yachthütte, so ein Forsthochsitz, wie sich das nennt, ja. Sieht sogar recht gemütlich aus, das Teilchen. Tja, da es hier jetzt keine Schilder mehr gibt mit Wegweisern oder sonst was, denke ich mal, ich bin irgendwo falsch gegangen. Es ist mal wieder passiert. Dann gehe ich jetzt runter. Die Richtung von der Orientierung ist richtig. Und dann wird schon wieder irgendwo ein Schild kommen. So ist das, wenn man hier durch die Gegend bummelt und sich alles anguckt. Und dann der Weg nicht mehr zu erkennen ist manchmal. So, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin raus aus dem Wald. Hab mich doch nicht so verlaufen. Aber da oben war definitiv kein Wanderweg mehr, wo ich war. Das war nur so für Forstarbeiter. Macht aber nichts, war trotzdem schön. Ja, mit diesem herrlichen Blick hier würde ich sagen, das war's mit dem Video. Einmal noch die schönen Herbstfarben. Dann nochmal ein Schwenk nach oben. Und wie immer hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Mir gefällt es hier in der Region auf jeden Fall sehr gut. Das merkt man wahrscheinlich auch an den Videos. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut, euer Markus.